Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde, zur Icewind Dale, der Enhanced Edition, wenn wir schon gerade hier sind. In der letzten Aufnahmesession haben wir die Main Story von Icewind Dale beendet und wollten jetzt in Heart of Winter starten. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, wie das ging. Also das werden wir dann jetzt machen, also ich mache es on-screen, dass ihr jetzt auch alle seht, was ich tue. Dafür gehen wir zuerst einmal zurück in Icewind Dale und laden unseren Endestand hier. Weil ich muss ein bisschen Vorarbeit leisten. Nämlich im Sinne von, wir müssen alles, was so wertvoll und wichtig ist und wir behalten möchten, aus den Behältern raustun, weil die nicht mitimportiert werden. Sondern nur alles andere. Also gucken wir mal, was wir so an Zaubern rausholen können. So, damit ist... sein... Ding schon mal voll. Und ja, wir haben noch sehr viele Zauber, sehe ich gerade. Dein Befehl? Das heißt auch Tränke. Müssen jetzt in den Rucksack. Unsere ganzen Erinnerungsstücke. So, die Nachrichten und so, die können eigentlich ruhig da drin bleiben. Du hast schon voll, du hast schon voll, aber ihm können wir noch wenigstens zwei Waffen oder so in die Hand drücken. So, jetzt wird's wirklich langsam voll. So. Dann Munition. Sollten wir gucken, dass wir sie noch irgendwie verteilen.
Kann ich helfen? Vor allem die gute Munition. Also eigentlich gerade die gute Munition. Das war so. Die Pfeile der Durchbohrung jetzt mal nicht, aber die Bolzen. Auch wenn ich, glaube ich, keine Fernkampfwaffe tragen kann. Wir haben hier noch 15er Kugeln. Plus 1er Kugeln. So, das dürfte eigentlich gerade reichen für das. Ja, war schon zu viel. Also wieder zurück in den Beutel. Die Pfeile brauchen wir nicht unbedingt. Da bist du. So. Dann geben wir ihr. So, jetzt ist ihr Inventar voll. Und ja, ich könnte die Behälter wegschmeißen, aber ich will euch das Ganze auch demonstrieren. So, ihr Behälter ist voll. Er ist voll. Sie hat noch Platz und er hat noch Platz. Tödlicher Nebel und Auflösung würden wir gern behalten. So, sie sind voll. Trank der Steinriesenstärke. Hätte schwören können, ich hätte schon irgendwo einen gehabt, aber hatte ich wohl nicht. Also ja, auch gerade die Tränke sind mir wichtig. Auch gerade Trank der Meisterdiebeskunst. Oh ja, und jetzt sind wir voll.
So, welchen Trank könnten wir noch? Oh, nehmen wir die Unverwundbarkeitstränke. Die sind. Ein bisschen wichtiger. Wobei ich auch noch ein bisschen tricksen könnte. Was Tränke und so angeht. Das müssen wir dann nachher natürlich alles rückgängig machen. Platz hat wirklich keiner mehr. Okay, du hast noch Platz für Tränke. Du hast noch ein bisschen Platz für Tränke. Du bist voll, du bist voll, du bist noch nicht voll. So, packen wir das mal. Der Behälter ist jetzt leer. Der kann zu ihr zurück. Und das war wieder eine Sache zu viel. Naja, gut, Wort der Macht Betäubung brauchen wir nicht unbedingt. So. Mal gucken. Bei euch kann ich nichts mehr hin und her. Ach, du hast noch zwei Plätze frei. So. Gut. Damit sind die Behälter, soweit es geht, geleert. Also hier ist noch Munition drin, die wir aber ersetzen können, ganz leicht, mit unserem Geld. Wobei ich nicht mehr weiß, ob wir das Geld behalten. So, sicherheitshalber speichern wir jetzt mal das Ganze als LP-Import. Wenn das Importieren funktioniert hat, lösche ich den Spielstand wieder. So, jetzt müssten wir theoretisch auf den Kristall klicken. Ja, sofort. Einverstanden. Hoffe ich mal. Und wenn wir jetzt in Heart of Winter gehen. Und importieren. Abbrechen, neues Spiel. Sollten wir jetzt unsere Gruppe importieren können? Ja, warum auch immer Benoir hier zweimal drin ist. Können wir hier alle importieren? Also Benoir, Selastra. Hagrim, Elana, Lunastra und Tarion. Und dann überspringe ich mal kurz, um Bei sicher zu Tempos, gehen. die wartet. Das kann ich nicht. Ein neuer und der hier müsst, obwohl wir API reist schnell und sicher. Bla bla bla. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr vor dem Rat in der großen Methalle steht. Und es hat nicht geklappt. Also ihr seht, unsere Inventare sind leer und unsere Behälter sind weg. Das heißt, genau an dem Punkt, ja, Laden brauchen wir nicht, da gibt's nichts. Genau an dem Punkt
wo der Final Save gemacht wurde, wurde auch unser unser Import oder Export gemacht. Deswegen gibt es nur eine Möglichkeit. So, wir müssen die Charaktere selber exportieren. Also, wir exportieren sie einfach als die Charaktere mit ihren Namen. So, das ist dann Sylastra. Gut. Hagrim. Das ist Elana. Lunastra. Und Tarion. Ja. Jetzt können wir das Ganze verlassen. Die Zeit. Und das ist eh das Intro, was wir gleich sehen werden. Also, neues Spiel. So. Und hier bin ich jetzt verwirrt. Welches was ist? Weil das Problem ist, es steht nicht dabei, was ist. Okay. Das heißt, es gibt jetzt mal ganz kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Charaktere richtig importiert habe. Also bis gleich.